Wir bringen einen kurzen Bericht vom Landesparteitag der Volkspartei Niederösterreich. Eine Ära geht zu Ende, eine neue beginnt. Nach 25 Jahren hat die ÖVP Niederösterreich eine neue Vorsitzende, Johanna Mikl-Leitner. Sie wurde am vergangenen Samstag beim Landesparteitag in St. Pölten mit 98,5% zur Nachfolgerin von Erwin Pröll an der Parteispitze gewählt. Wir haben ihre erste Reaktion sowie die Stimmen der Delegierten eingeholt. Gerade die Hanni Mikl-Leitner ist eine wirkliche Powerfrau mit unfassbar viel Energie, Kampfgeist, und das ist wichtig für diese Aufgabe. Ich freue mich für die Hanni, sie macht einen großartigen Job, und ich freue mich, dass wir wieder jene Partei sind, die eine Frau an der Spitze eines Bundeslandes stehen hat. Morgen ändert sich die Winterzeit auf die Sommerzeit, eine Stunde voraus. Die niederösterreichische ÖVP unter der Hanni Mikl-Leitner möchte wieder eine Stunde voraus sein. Das Tempo der Veränderung ist ein sehr hohes. Und da ist es richtig, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Ich glaube, das passiert mit diesem Parteitag. Es ist Johanna Mikl-Leitner eine andere Persönlichkeit, als es unter Dr. Erwin Pröll war. Und sie wird sicherlich auch der Zukunft hier in Niederösterreich ihren Stempel aufdrücken. Sie als Frau, auch eine Frau als Landeshauptfrau in Zukunft und Parteiobfrau. Wie tut sich die Frau mit der Frau? Ja, absolut toll. Also ich verstehe nicht die Leute, die Vorurteile haben. Das ist die Frauen, die sich gegenseitig bekämpfen, sondern wir sollen uns gegenseitig unterstützen. Das wäre viel, viel wichtiger. Und die Hanni Mikl-Leitner hat meine volle Unterstützung. Wir sind natürlich engstens mit dem Land Niederösterreich verbunden. Und wir freuen uns auch, dass wir bei den wichtigen Anliegen, die wir immer wieder haben, bisher und ich hoffe auch in Zukunft, bestens vom Land Niederösterreich unterstützt worden sind. Ein gutes Ergebnis für Johanna Mikl-Leitner heute ist schon eine gute Kraftquelle für das, was kommt in den kommenden Jahren. Und dementsprechend sich diese Herausforderung zu stellen, ist für uns alle, sowohl für die Familie als auch für meine Gattin, eine neue Erfahrung und eine wichtige Erfahrung. Ein sehr spannender und emotionaler Tag, wo es mir wichtig ist, im Team diese Zukunft Niederösterreichs zu gestalten, diese dynamische Weiterentwicklung auch voranzutreiben. Ich setze auf das Wir im Team, denn im Wir liegt unsere Kraft und unsere Power.